Mittlerweile hat dieser Kampf schon eine gewisse Tradition, obwohl es ihn erst seit Ende 2008 gibt. Der Kampf zwischen Mittelklasse-SUV von Mercedes, Audi und BMW. Wobei der Münchner als erster am Markt war und jetzt auch als erster in der zweiten Generation vorfährt. Den großen Vorsprung hat er mittlerweile verloren. Aber kann er sich jetzt die Krone, die ihm der Audi abgenommen hat, zurückerobern? In einer schleswig-holsteinischen Kiesgrube werden wir diese Frage klären. Den Anfang macht der Mercedes GLK. Er ist keiner, der sich hinter anderen versteckt. Er zeigt klare Kante, übrigens als einziger in diesem Vergleich. Der Mercedes GLK ist sicherlich derjenige, der am meisten nach Gelände aussieht und damit auch am meisten polarisiert. Er ist seit 2,5 Jahren auf dem Markt und basiert auf der C-Klasse. Ein Facelift steht aber erst 2012 an. Macht aber nichts, denn der GLK hat schon jetzt die moderne 7-Gang-Automatik. Die kriegt es in unserem Fall mit einem 2,2 Liter Diesel zu tun. Der CDI 220 hat 170 PS und knackt damit sogar die 200 km/h Grenze. Bei unserer Testbeschleunigung kommen wir in 9 Sekunden auf 100. Damit liegt er im Mittelfeld. Beim Verbrauch merkt man ihm die 2,5 Jahre ein bisschen an. 7,7 Liter Diesel sind zwar ordentlich, aber nicht mehr Top-Niveau. Ein Reiselaster ist er auch nicht unbedingt. 450 Liter Kofferraum sind mit Abstand am wenigsten. Lediglich bei umgeklappter Rückbank ist er mit 1550 Litern konkurrenzfähig. Auch wenn die meisten SUV nie das Gelände sehen, hier fühlt sich der GLK durchaus wohl. Allerdings nicht mit 19 Zoll Bereifung. Die großen Räder kosten ihm im Komfortkapitel wertvolle Punkte. Beim Preis liegt er wieder erwartend nicht am Ende. Der neue X3 ist in unserer Testversion teurer. Aber gut 43.000 Euro für den Mercedes sind auch nicht gerade ein Schnäppchen. Der Q5 ist erfolgsverwöhnt. Seit seinem Debüt hat er diesen SUV-Vergleich immer gewonnen. Aber inzwischen ist der Audi auch schon 2,5 Jahre auf dem Markt. In der schnelllebigen Autowelt von heute kündigt sich da meistens schon das erste Facelift an. Aber genau wie bei Mercedes wird es wohl erst 2012 soweit sein. Beim Platz ist er auf dem Niveau seines bayerischen Kollegen. Im Kofferraum stellt er 540 Liter zur Verfügung und bei umgeklappten Sitzen sind es 1560 Liter. Bis heute ist er vorne am luftigsten und macht am meisten aus seinem Raumangebot. Dass er schon ein bisschen länger auf dem Markt ist als der BMW, merkt man am deutlichsten beim Motor. Der leistet 270 PS und damit genauso viel wie der Mercedes, aber er macht weniger draus. Die 200er Grenze erreicht er nur knapp, dazu beschleunigt er am langsamsten und verbraucht trotzdem genauso viel wie der Mercedes und damit einen halben Liter mehr als der BMW. Die Stärke des Q5 liegt eindeutig im Kostenkapitel. Er bietet zwar die schwächste Ausstattung, aber er kostet auch fast 2000 Euro weniger als der X3. Bei Versicherung und Steuer liegt er besser und auch beim Wiederverkaufswert schlägt er den Mercedes. Deswegen wird er verdient Preis-Leistungssieger, aber zum Gesamtsieg reicht es in der momentanen Form nicht. Da muss schon ein Facelift mit sparsameren und stärkeren Motoren her. BMW hat sich ganz klar am Audi orientiert. Besonders deutlich wird das am Platz. Komischerweise hat der X3 mit 550 Litern jetzt genau 10 Liter Kofferraumvolumen mehr als der Q5. Und bei umgeklappter Rückbank sind es mit 1600 Litern sogar 40 Liter mehr. Trotzdem wirkt der BMW etwas zugebauter. Der Trumpf der Bayern ist der neue Motor. Der 2 Liter Diesel hat 184 PS und damit deutlich mehr als die Konkurrenz. Er schafft 210 km/h Spitze und beschleunigt als einziger unter 9 Sekunden auf 100. Das Beste ist aber sein Verbrauch. Mit 7,2 Litern auf 100 Kilometer liegt der BMW einen halben Liter unter Mercedes und Audi. Der neue X3 hat auch endlich eine Innenausstattung, die eines neuen BMWs würdig ist. Immerhin war sein Vorgänger am Ende das älteste Auto in der bayerischen Flotte und stand noch auf der alten Dreierplattform. Der neue X3 ist größer, moderner und komfortabler als sein Vorgänger und in diesem Vergleich einfach auf dem neuesten Stand der Technik. Deswegen gewinnt er auch. Die Kehrseite ist sein Preis. Denn nicht der Mercedes ist hier der teuerste, sondern der BMW. Fast 44.000 Euro für einen X3 sind ganz schön happig. Den Preis-Leistungssieg kann der BMW damit ganz sicher nicht holen. Dieses Prädikat geht an den Audi Q5. Aber wie sieht es in der Gesamtwertung aus? Der Mercedes hat keine Chance, landet auf Platz 3, weil er einfach zu klein ist. Dafür ist er nicht ganz so glatt gelutscht wie seine Konkurrenten. Der Audi und der BMW kämpfen also um den Titel und es ist sehr knapp. Am Ende gewinnt ein Bayer, so viel ist sicher. Der Sieger kommt aber aus München. Der BMW hat den moderneren Motor und das bessere Fahrwerk. Mit Sparsamkeit und mehr Leistung holt er die SUV-Krone zurück.
aber der Audi ist immer noch ganz dicht dran.